chance to tell my bandmates that I'll be right back. Ah! Yes! Get wrecked, boys! Yes! Flashgames-shop.de. Oh mein Gott, was? Was? Das ist ja unglaublich. Yo Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und heute gibt es mal wieder eine Folge. Die Top 5 besten Reaktionen auf neue Brawler. Und heute sogar ein Special, denn ich habe ein extra mit am Start. Und zwar insgesamt dann heute tatsächlich sogar 6 Brawl Stars Reaktionen. Ja Leute, in der Vergangenheit habt ihr die Serie extrem, extrem hart abgefeiert. Und ich muss sagen, ich finde das auch immer richtig, richtig witzig, sich das Ganze anzugucken. Also jetzt schon mal direkt, falls ihr Bock habt, dass diese Serie weiter regelmäßig kommt, gebt gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben. Ich würde mich freuen, wenn wir auf dieser Folge 3000 Daumen nach oben erreichen würden. Und abonniert gerne kostenlos meinen Kanal und aktiviert die kleine Glocke. Und schaut auch auf jeden Fall, falls ihr noch Bock habt auf ein fettes Gewinnspiel, bei meinem gestrigen Video mit meiner Mom vorbei. Sollte sich auf jeden Fall lohnen. Also schaut vorbei, Link ist in der Videobeschreibung hier oben beim i. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, ihr kennt das Spiel, Freunde. Wir fangen direkt an mit dem ersten Kandidaten. Und ja, das ist leider eine Handyaufnahme, also man versteht alles nicht ganz so perfekt, wie jetzt, wenn zum Beispiel ich eine Reaktion aufnehmen würde über einen neuen Brawler. Aber trotzdem, man merkt auf jeden Fall, dass der Bratan sich hier extrem, extrem freut. 7 verbleibende Gegenstände, mehr muss ich nicht sagen. Ich würde sagen, Freunde, gönnt euch, er bekommt hier 2. Okay, ich sag nicht zu viel. Gönnt euch einfach das Video. Viel Spaß. Immer. Eieiei, zieht der erstmal den Ehrenbruder Frank und dann auch noch den Ehrenbruder Leon und dann noch die Ehrenkrähe. Alter, dann auch nochmal Crow, wobei Crow hat er ja nicht gezogen, aber er hat ihn aus dem Shop gekauft. Er hat sich so gedacht, ja Mann, heute baller ich mal richtig rein. Heute einfach mal Leon und dann war er so motiviert, dass er sich auch noch Crow gekauft hat, Leute. Vielleicht kennt ihr das ja und er hat sich jetzt hier einfach mal fett gegönnt. Ehrenmann auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit dem zweiten Kandidaten. Und zwar ist das auch ein Supercell-YouTuber. Wir haben hier tatsächlich heute 2 Supercell-YouTuber mit dabei. Und beide reagieren auf einen neuen legendären Brawler. An der Stelle, das war zu Zeiten des Dezember-Updates, das heißt zu dem Global Release-Update, wo Leon ins Spiel hinzugefügt wurde. Und ich wünsche euch viel Spaß, gönnt euch auf jeden Fall seine Reaktion. Immer. Leon, finally! I would have been so mad if that was Crow. That was like 400 boxes. Get out of here, 426 boxes. I'm not doing that again. I'm not doing that again. That was. Ja, also er hat schon, ihr habt's gehört, er hat schon extrem, extrem viele Brawl-Boxen aufgemacht und hat aber dann am Ende doch noch Leon bekommen. Also ich weiß nicht, irgendwie, als Leon gerade rausgekommen ist, war es sowas von krank irgendwie, wenn man den hatte. Und ihr wisst es ja, Leon wurde jetzt inzwischen, seit er rausgekommen ist im Dezember, wurde er schon ganz, ganz oft genervt. Am Anfang war er so ultra stark. Also ohne Spaß, als Leon direkt rausgekommen ist, war es wirklich mit Abstand der stärkste Brawler. Man musste Leon nur spielen und hat automatisch Solo Showdown schon gewonnen. Die Gegner konnten einfach nichts machen.
Und das war halt einfach echt krank, wenn man damals Leon hatte. Inzwischen ist Leon auch immer noch sehr gut, aber jetzt nicht mehr so overpowered. Ich würde sagen, momentan ist zum Beispiel ein overpowerter Brawler unter anderem meiner Meinung nach Shelly mit der Star Power Wundflasse. Also das ist wirklich andere Liga, also ohne Spaß. Aber ja, ich würde sagen, wir gucken direkt mal in die nächste Reaktion rein. Ich glaube, das war tatsächlich ein Livestream. Bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat sie ja auch einen Kandidaten legendären Brawler gezogen. Und gönnt euch seine Reaktion. Viel Spaß. Immer. That's quite nice, actually. Leave a like. Oh my god! 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 Yes! Yes! Spike! Oh my god! No way! I got a live stream! Oh my god. Wait, I need to tell Lorik. I need to tell Lorik. Oh my god. Ja, der scheiß Kaktus, Freunde. Der scheiß Kaktus wurde jetzt hier einfach mal gezogen. Und der Bro, der kam auch gar nicht mehr klar. Also ihr habt auch den Livestream-Chat gesehen, der hat dann auch, ist dann auch ein bisschen ausgerastet. Also es war auf jeden Fall ganz witzig, einfach mal hier so den Ehrenbruder Spike zu ziehen. Ich kann mich auch noch daran erinnern, als ich auf meinem Main-Account Spike gezogen habe, es war auch dieses andere geile Gefühl. Hat mir echt, also kann ich mich echt noch gut erinnern. Es war, glaube ich, bei mir auch im Livestream, wenn ich es jetzt gerade richtig in Erinnerung habe. Und ja, ist auf jeden Fall eine geile Sache. Herzlichen Glückwunsch nochmal zu dem Ehrenbruder Spike. Und wir kommen direkt zu dem nächsten Supercell-YouTuber. Und zwar ist es der Eclipse. Achso, übrigens, die Links zu den ganzen YouTubern sind in der Videobeschreibung. Schaut gerne mal vorbei. Ich verlinke euch die alle, falls ich die finden sollte. Weil teilweise habe ich jetzt hier auch Gameplay gefunden bei in anderen Best-Offs und da waren die nicht verlinkt. Das heißt, wenn ich die YouTuber gefunden habe, Links in der Videobeschreibung. Der erste Supercell-YouTuber war übrigens Orange Juice. Haben andere aber ja auch, glaube ich, gesehen. Da hat es ja eh irgendwie seinen Namen unter der Facecam eingeblendet. Und der nächste ist der Eclipse. Und er hat jetzt hier ein Opening im alten Brawl Stars Style gemacht. Übrigens, ihr wisst ja, die nächsten Tage, beziehungsweise irgendwie vielleicht nächste Woche, kommt dann auch mal ein Video dazu bezüglich der Brawl Stars Beta. Das habe ich ja auch schon in dem letzten Video angekündigt, wo ich auf mein erstes Brawl Stars Video reagiert habe. Kam ziemlich gut bei euch an und habe da gesagt, ey, wenn das Feedback von euch krass am Start ist, dann gibt es nochmal ein Video, wo ich euch wirklich mal Brawl Stars vorstelle, wie es ganz am Anfang aussah. Also noch weiter am Anfang, als was ihr jetzt hier in dem Gameplay seht. Aber das ist schon mal ein erster Eindruck. Also Leute, gönnt euch und ja, viel Spaß. And yeah, we're not even close, I guess. I mean, we're close for chips. I mean, we may be able to buy one if we can get enough chips. I guess. Oh my god, 10 elixir. I didn't even know that was a thing. What the hell? Okay, I'm definitely screenshotting that one. One elixir though, and unfortunately, I don't think we will be getting enough chips to. Oh my god! Oh my god, guys, do you see who that is? Alter. Also, das Ding ist, ihr denkt jetzt vielleicht zwar so, okay, krass, er hat Crow gezogen. Aber damals hatten wirklich legendäre Brawler, niemand hatte einen legendären Brawler. Legendäre Brawler waren damals sowas von verdammt nochmal selten. Auch Mortis war verdammt nochmal selten. Auch der Bowmaster war verdammt nochmal selten. Früher war Bow kein Meilenstein-Brawler. Es ist so krank und ja, er hat jetzt hier einfach mal Crow gezogen. Also es war wirklich, wenn du Crow damals hattest, wenn du nur einen dieser beiden legendären Brawler hattest, Spike oder Crow, das war schon geisteskrank. Also dann hattest du echt Glück und dann warst du einer der wenigen, die einfach mal einen legendären Brawler haben. Und ja, auf geht's zum nächsten Supercell-YouTuber. Den hatten wir tatsächlich auch schon ein, zwei Mal hier in einem Best-of bei mir dabei. Und zwar ist es der Ark. Link, wie gesagt, auch gerne mal wieder bei mir in der Videobeschreibung. Schaut gerne bei ihm vorbei. Auch ein sehr korrekter Typ. Und ja, gönnt euch seine Reaktion. Auch zum Dezember-Update. Auch wo gerade Leon released wurde. Und mehr will ich nicht sagen. Viel Spaß. I want to tell my bandmates, I'll be right back. Ah! Yes! Get rats, boys! Yes! We got him! We got him! And we've got still so many boxes left! Yes, boys!
Boom, baby! We did it in less than like 2 minutes! What is life? What is life? A legendary brawler in like 20 boxes? Are you serious? Alter, wenn ich das jetzt so vergleiche, Orange Juice, keine Ahnung, meinte irgendwie, hat 400 Kisten oder sowas aufgemacht gefühlt. Und Ark einfach 20 Kisten oder sowas und zieht einfach schon Leon. Also es ist wirklich teilweise echt unfair. Vor allem, wenn ich jetzt so im Nachhinein darüber nachdenke, wie viel Glück ich einfach in Mego hatte. Das ist wirklich unglaublich. Morgen übrigens 14 Uhr. Schaut echt vorbei, Leute. Das ist Mego-Finale auf meinem Kanal und gönnt euch, es wird krank. Und übrigens morgen um 9 oder 10 Uhr wird es auch einen Stream geben zu den Events, also dort auch gerne vorbeischauen. Ich freue mich, wenn ihr am Start seid morgen früh. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch schon zu dem letzten Kandidaten, beziehungsweise zu den letzten Kandidaten. Und zwar ist es auch, worum es in dem Titel geht, kleine Kolleginnen, kleine Jungs hier machen ein Opening in irgendwie auf einem Spielplatz oder sowas. Ganz komisch. Und die haben hier auch einen neuen Brawler gezogen und sind ein bisschen ausgerastet. Ich sag euch nur eins, macht eure Kopfhörer ein bisschen leiser, weil das kann wirklich, also das wird wirklich laut. Also das empfehle ich euch jetzt. Macht euer Handy leiser, eure Kopfhörer, eure Lautsprecher und dann schaut das Video weiter. Oh Mann. Also wirklich komplett eskaliert sind die. Komplett. Also ich meine, Leon ist ja natürlich ein geisteskrank guter Brawler. Aber dass die so ausrasten, das ist ja wirklich krank. Also herzlichen Glückwunsch schon mal, Jungs. Ich denke mal, ihr werdet das Video wahrscheinlich nicht sehen. Trotzdem herzlichen Glückwunsch. Und an der Stelle würde ich auch sagen, was ist jetzt hier mit dem Video? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt gerne einen Daumen nach oben, falls ihr Bock habt auf eine weitere Folge der Top 5 bzw. in Klammern 6 Reaktionen aus der Community bzw. der allgemein lustigsten Reaktionen, die so auf YouTube hochgeladen wurden. Und dann würde ich sagen, was ist jetzt hier mit dem Video? Checkt die User Sandcard aus. Morgen 14 Uhr Mego, morgen 9 oder 10 Uhr Livestream. Bis dahin, euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Euer Clash Games und ciao.